Bei diesem Modus zeigen alle Leuchtdioden dasselbe an wie die eingebaute Leuchtdiode. Man muss sich das Ganze so vorstellen, dass diese eine Leuchtdiodenstreifen zerschnitten wird und dann bei den vier Motoren und in der Mitte unten zentriert angebracht wird. Dies ist nun ein statischer Modus, vorne links rot, vorne rechts grün und hinten weiß und unten wird wieder die NASA angezeigt. Dies ist eine Polizeilichtsimulation. Rotes und blaues Flackern und hinten weiß. Hier einen Regenbogeneffekt, der langsam durchläuft. Ein anderer Regenbogeneffekt, der etwas schneller durchläuft. Hier eine Art Markise mit Lauflichtern, die sich im Regenbogenspektrum verändern. Dies ist das Landelicht. Man sieht hier gut, dass man die Helligkeit auch verstellen kann. Dieser Arduino ist die NASA-Simulation. Da ich nicht immer den Kopf draufschrauben wollte. Hier sieht man die eigentliche Schaltung. Das kleine Rechteck in der Mitte rechts ist das Steuergerät der Mikrocontroller.